Weiter geht's bei Let's Play The Sims 4. So, die gute Chrissy nach einem harten Arbeitstag wird hier erstmal der Sandsack verkloppt. Sie hier in Angriffshaltung. Oh ja, sie hat ihr Bad Face drauf, ihr Randale Face. Das Kampfküken bei ihr auf der Brust zeigt ihre Mentalität. Boff, Haken von oben, also an ihrer Kampftechnik muss ich glaube ich noch ein bisschen arbeiten. Das sieht schon, so rechter, linker Haken sieht schon nicht schlecht aus, aber dieser von oben gezogene Schmetterlingsschlag, also die Intensität eines Schmetterlingsflügelschlages, ist da nicht so geil. Naja, so, ich hatte gerade und ich hatte nach dem Aufladen der letzten, nach dem Aufnahmen der letzten Folge, nein, nach dem Aufnehmen der letzten Folge, das wollte ich sagen, tierischen Bock auf ein Glas Milch. Ich weiß, ihr kennt ihr das? Man sitzt so am Zocken. Und manchmal gibt es echt nichts Geileres als ein Glas Milch. Also ich brauche das gerade mal. Hatte glücklicherweise noch Milch da. Also ab zum Kühlschrank, Milch getrunken. Und in dem Moment, wo ich trank, merkte ich schon, das war ein Riesenfehler. Denn Milch hat bei mir den Effekt, dass mein ganzer Hals dann zuschleimt. Und das ist beim Let's Play, wenn man dann viel redet, ganz blöde Idee. Naja. Muss ich jetzt durch, muss ich aber durchlabern. Klappt schon. Genau so. Und ich muss sagen, der DNA-Strang, der sich vor Jahrmillionen Jahren mal überlegt hat, hey, ich könnte mich ja mal in eine Zelle entwickeln, die so ein komisches weißes Zeug, dazu so ein Fettzeug da verwandelt, könnte man ja mal machen. Das werde ich dann mal. Danke, lieber DNA-Strang, dass du dich dafür entschieden hast. Milch ist das geilste Getränk der Welt. Eindeutig. Es gibt nichts Geiles als ein bisschen Saft aus dem Euter von einer Kuh. So, was sagen die Kinderchen? Kinderchen sagen, ja, 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 sie tanzen hier im Takt. Tanzen, tanzen, Teletubbies, tanzen, Teletubbies. Uah. Kindheitstrauma. Ja, oh ja, da ist jetzt was los. Jetzt ist hier was los. Jetzt ist hier Randale Klaus. Randale Klaus meldet sich. Die. Nee, Windelwechsel. Oh ja, Randale Klaus 2 ist auch dabei. Die Randale Klauschen haben wahrscheinlich Hunger. Die erstmal wird die Windel gewechselt. Das bringt wahrscheinlich erstmal nichts. Oh, Audio hat Geburtstag. Geburtstag. Audio hat Geburtstag. Die Zeit fliegt nur so dahin, nicht wahr? Kann ich jetzt eine Party schmeißen? Ich verzweifle die Sehnsucht nach Spaß. Kann ich irgendwie eine Party schmeißen? Gesellschaftliches Ereignis planen? Haushalt umziehen lassen? Kündigen? Plaudern mit? SMS schicken? Einladung hier abzuhängen? Service an. Kann ich mir jetzt. Welches das was sage? Kann ich da Geburtstag planen oder sowas? Geburtstag für die Kinderchen? Oh, jetzt gibt es erstmal Chappa von Mama. Ich will an Mama nuckeln. Das ist mit Sicherheit schön. Es gab ja mal so Stories, da wo dann noch Jugendliche noch von der Mutter gesäugt werden, fand ich irgendwie extrem ekelhaft. Uah. Ich meine, als Kind, um Gottes Willen, es gibt, Muttermilch ist unglaublich wichtig für die Entwicklung des Kindes, weil ich glaube, irgendwie war das mal so, dass die Kinder, die Abwehrkräfte in den ersten, lass mich lügen, ein paar Wochen, Monaten, 6 Wochen, 4 Monaten oder so, die Abwehrkräfte rein aus der Muttermilch bekommen. Und auch sonst, das unglaublich wichtig ist, und wenn du dann. Es ist für das Kind gar nicht so gut, wenn du das Kind nicht säugst. Also, das ist schon extrem wichtig. Naja. Aber manchmal geht's halt nicht. Manchmal, was weiß ich, manchmal produzieren die Milchdrüsen nichts oder dann sind die Brüste nicht richtig. Und ach, was weiß ich, ich bin kein Frauenarzt. Ich bin. Nee, Frauenarzt bin ich definitiv nicht. So, was können wir für. So, was planen wir jetzt hier? Planen wir eine Geburtstagsparty? Geschäftsliches Ereignis Party. Planen, okay. Was können wir planen? Aktivität wählen, Sims einladen, wähle einen Ort, okay. Hausparty, Gala, Hochzeit, Geburtstagsparty. Geburtstag feiert man einmal im Jahr und diese Gelegenheit sollte man nicht verpassen. Bring Kuchen, ein Geschenk und ein Lächeln mit. Happy Birthday und ein Gold-Level-Belohnung gehört ein neues Schlafzimmerobjekt. Cool. Dann wollen wir nochmal eine Geburtstagsparty machen. Wir nehmen eine Geburtstagsparty für die kleinen Prestigeveranstaltungen. Machen wir so. So. Weiter. Sims einladen.
die hier mein Zimmer einzuladen. Ja, super, ich kenne keine Sims. Das ist jetzt ganz super. Kann ich irgendwie so randommäßig Sims einladen? Shit, ich kenne keine Sims. Random technisch geht nicht. Okay, es tut mir leid, Leute. Ich hätte gern eine Geburtstagsparty geplant, aber das geht nicht. Gut. Zocki Zocki. Blickblock. Und nach Zocki Zocki ist dann hier Schlafen angesagt. Spielturnier. Höhere Level programmiert. Bingsbums. Spiegelt sich selbst zu beruhigen versuchen. Jo, unwohl. Was ist hier? Schmerzen haben wegen Training. Zip, 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 zip. Ja, ich weiß, dir geht's schlecht. Aber das kann man jetzt gerade nicht ändern. So, wenn du wiederkommst, was hast du denn so angespannt? Oh, was ist los? Verzweifelte Sehnsucht nach Spaß. Und er ist zu Hause. Hi, Chef. Wie geht's dir? Komm, mach mal ein bisschen, üben wir ein bisschen hier. Mach mal ein bisschen Randale. Vielleicht bietet das ja ein bisschen Spaß. Ach ja, er hat ja die geile Brille auf beim Sport. Okay, Spaß bringt's anscheinend nicht. Nee, dann hör auf damit. Dann zock hier lieber eine Runde. Spiel spielen die Zuflucht. Dann hör auf damit. Das bringt ja nichts. So, yippie, das war Sport für heute. So, wenn hier fleißig Blickblock gespielt wird. Und er hier die Yoko Ono. Nee, das ist nicht die Yoko Ono Gedächtnisbrille. Das ist so die. So Fliegenbrille mäßig. Ja, wenn du das fertig hast, dann darfst du schlafen. Ich bin ja echt versucht, nochmal den Baby-Machen-Button zu drücken, aber ich glaube, bei meinem Glück kommen dann Drillinge raus. Ich glaube, das möchte ich echt nicht riskieren, dass da jetzt nochmal irgendwas schief geht. Ja, komm, ja, du willst schlafen, ich weiß es doch. Wabrani Squire, ja. Sehe ich genauso. Inventar, wunderbar. Das können wir hier mal reinlegen. So, und die auch. Und die Pilze auch. Was haben wir hier noch? Kommt da auch rein. Das sind, glaube ich, Kräuter, oder? Was ist das? Petersilie, ja. Ups. Und den Basilikum können wir auch reinschmeißen. Sehr gut. Können wir das? Ist das? Was ist das eigentlich? Nee, das kann ich nicht in den Kühlschrank packen. Okay. Löwenmolch. Ich weiß echt nicht, wofür das Ding gut ist. Kinderchen sind glücklich. Sie soll sich wohl schlafen legen, wenn es soweit ist. Was hat sie eigentlich im Inventar gerade? Ach, auch noch tonnenweise Karotten und immer noch so ein Fossilstein. Nee, den kann sie. Was kann sie da machen? Fossil extrahieren. Auch nicht schlecht. Und die Schatzkarte. Da muss ich doch mal gucken, was sie da machen kann. Aber erstmal die Karottchen. Die kommen hier mal rein. So, Madame. Geh mal lieber schlafen. Spaß ist doch schon voll. Hör doch auf damit. Geh schlafen. Du bist mir eine Dame. Ich verstehe dich nicht. Gut, du möchtest gleich mit Sicherheit mal verwenden und ein Bad nehmen. Und dann darfst du hier mal öffnen. Gibt es hier noch was Leckeres zu essen? Tacos? Hot Dogs. Hot Dogs ist gut. Gericht nehmen. So. Ach, du zockst da immer noch. Sollst du nicht überschlafen? Wäre das nicht mal eine Maßnahme? Ich glaube, das wäre echt mal eine Maßnahme bei dir. Die Kinder, wie geht's denen? Super. Also merke, ich sollte zusehen, dass ich immer mehr Leute kennenlerne, damit ich meine Geburtstagsparty schmeißen kann. So. Die Kinder sind noch gut drauf. Jetzt nicht mehr. Okay, wer steht auf? Mama oder Papa? Mama muss dringend auf Toilette. Okay, Mama, geh mal auf Toilette. Steh mal auf und dann kümmere dich mal bitte um dein Kind. Reden. Psst. Füttern. Brust nehmen. Danach darfst du mal eine Runde baden. Und das zweite Kind. Nee, baden fällt aus. Zweites Kind schreit. Füttern. Brust nehmen.
sitzt hier auf Toilette. Sag mal. So. Wie sieht's bei Herbie aus? Herbie hat. Oh Gott. Herbie hat alles. Und nix. Sie hat vor allen Dingen Hunger. Dagegen gibt es mit Sicherheit was von Ratiofarm. Fehlstarkus. Nimm da nochmal ein Gericht. Und das Ding, das platziert doch jetzt tatsächlich mal hier in der Welt. Das sollte doch mal. Jetzt können, wie kann ich jetzt mit der Schatzkarte arbeiten? Ah, sie sollte sich im Inventar befinden, bevor das Graben beginnt. Ja, super, in Weltplatzier, wie soll ich denn dann. Muss ich Schatzsuche erst wieder irgendwie aktivieren, so über eine Fähigkeit, oder wie soll das sein? Mag mir das einer verzählen? Anybody? Nö, okay. Ach ja, wie sieht es hier draußen aus bei unserem Garten? Die Normen sind. Oh ja, hier kannst du. Hier kann Madame gleich mal was tun. Oh ja, hier kannst du definitiv mal was tun. Bewässern. Nicht Samen kaufen. Nicht Samen kaufen, sagte ich. Ernten. Nicht dahin gehen. Aber. Ey, was ist denn hier los? Kann ich mal das richtig anklicken? Bitte. Alles ernten. Hier auf jeden Fall mal bewässern und jäten. Hier auch mal jäten. Und da ist das Ding voll. Okay. Machen wir ein bisschen High-Speed-Fooding. Chrissy fährt in einer Stunde zur Arbeit. Okay. Dann darfst du noch ein bisschen Gartenarbeit machen und dann darfst du dich da noch eben unter die Dusche stellen. Das wird sicher eine gute Idee. Ey, du sollst dich unter die. Hatte ich nicht gesagt, duschen? Du bist mir eine Dame. So, oh Gott. Gar nicht gut hier. Jetzt steht er auf. Ja. Du wolltest natürlich auf Toilette und so. Hör auf damit und geh auf Toilette. Und dann geh baden. Hoppgalopp. Kochen. Nee, kochen nicht. Erstmal das nehmen, was noch da ist. Hier Fischtacos. Gericht nehmen. Danach darfst du auch gerne duschen. Sei dir dann erlaubt. So, wir haben gerade wieder ein bisschen Kohle. Die will ich natürlich rausboxen und raushauen. Erstmal hätte ich gerne noch eine neue Lampe. Und zwar irgendwo so hier in dem Bereich. Und dann irgendwann ist mir das Haus langsam ein bisschen zu klein. Wir kriegen ja immer mehr Einrichtung. Kann man, also ich würde nochmal einen Fernseher haben. Was machen wir denn da? Fangen wir mal an. Also, erstmal hätte ich gerne Beleuchtung. Schöne Beleuchtung. Stehlampe kann man aber auch irgendwo mal nehmen. Sonnenbeta-Lampe. Zu verschiedenen Farben. Okay. Die ist ganz cool. Wenn ich die hier so hinpacke. Einerseits cool, andererseits auch ein bisschen blöd. Kann ich an das nicht. Da kann ich nicht an die Wand stellen, weil da Ding im Weg ist. Mitten im Weg, mitten reinstellen will ich das Ding auch nicht. Ich befürchte, die Wohnung wird langsam zu klein, vor allem mit der Bar hier hinten. Wenn ich die hier hinstelle, ist auch blöd. Ne, dann nehme ich doch eine Deckenlampe. Ne, Deckenlampe, bitte. Ich könnte die nochmal nehmen, sowas. Die Deckenlampen finde ich irgendwie so ein bisschen extrem ekelhaft. Also, ich weiß nicht, so Hängelampe jetzt. Ist auch so doof. Ne, das ist schon mein Favorit. Die kommt hier auch nochmal hin. So. Ich überlege jetzt echt, ob ich hier nicht noch ein Büro oder sowas anbaue. Oder ob ich hier irgendwas noch anbaue. Also langsam wird mir das Haus noch ein bisschen klein. Aber also von 2000 Euro hier, von 2000 Millionen. Hier jetzt eben so Ding neu machen, das ist auch irgendwie nicht so geil. Okay, also ich hätte gerne Fernseher. Beziehungsweise ich hatte gerade gesehen, die Beleuchtung, Elektronik, Deko. Was gibt es hier? Eine
Schnell neue Objekte. Wow. Anti-Ballon-Luftballons. Was? Party-Dekoration Luftschlangen. Deko. Was gibt's hier noch Neues? Aha, aha. Ist ja alles schön und gut. Aber mit Deko habe ich jetzt nicht so. Oh Gott, tonnenweise Deko-Kram. Wer soll das denn alles? Naja. Ist das hier neu? Brennende Tiki Bar. Kann ich mir sogar leisten. Das ist auch mein Geld auch auf. Ich kann mir gerade einiges leisten. Ich möchte mir aber jetzt einen Fernseher leisten. Das ist doch jetzt langsam mal an der Zeit, dass ich mir einen Fernseher hole. Der gefiel mir ganz gut. Flachbildfernseher Instavision. Ich brauche jetzt einen vernünftigen Fernsehtisch. So einen. Kann natürlich mitten in den Raum stellen, aber das ist irgendwie auch doof. Deswegen würde ich sagen, das Ding hier, das packe ich in den Garten. Das ist doch auch geil. Ein bisschen Workout im Garten. Warum nicht? So. Gut. Den könnte ich an der Wand stellen. Das könnte auch hier so. Einfach mal so. Das ist doch auch geil. So, da soll ein Fernseher drauf. Flachbildfernseher Instavision. Jetzt brauche ich noch irgendeine billige Couch. Couch. Komfort. So, was gibt's hier Neues? Da gibt es weiße Stühle, bequemer Sitz. Okay. Und hier gibt es auch noch irgendwas Neues. Da weiße Stühle, bequemer Sitz. Brauchen wir aber nicht. Wir brauchen Komfort. Zwei Sitzer erstmal. Ich habe 400. Ich nehme dann auch noch nämlich einen Dreisitzer direkt. 92. Einfach mal so hier hin. So. Wunderschön. Nehmen wir doch. Okay. Und weiter geht's. Und er ist happy. Er hat seinen Fernseher nicht bekommen. Oh Gott, sei es gedacht. Gut. Wieso hat er jetzt gerade das Baden abgebrochen? Was soll das? Nee, hat er nicht. Wieso bricht er jetzt gleich das... Was ist denn mit dir los, Kollege Schnürschuh? Bade gefälligst. Und sie möchte gerne. Sie meint auch, er stinkt. Super. Und Zeit für die Arbeit. Er geht doch zur Arbeit. Hä, Madame? Zur Arbeit gehen. Was ist jetzt hier gerade los? Wieso? Und er? 15 Uhr Arbeit. Okay, während die Chrissy zur Arbeit geht, würde ich sagen, wir machen hier ein kleines Folgenpäuschen und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao.